Ja, nachdem wir letzten Part so erfolgreich waren, machen wir das gleich doch gleich nochmal. Habt ihr die Schritte gehört? Nein, haben wir nicht. Ich war gerade letztes wieder irgendwo unter mir. Das kann nicht sein, ey. Moment, hab ich nicht. Wo ist meine Elektroschockpistole? Ah, die ist noch da unten, wa? Das immer eben weg. Nehmen wir tatsächlich die kurze Elektroschockpistole mit. Dahin soll die bitte. Dankeschön. Okay, wir speichern kurz. Gucken wir uns, wo der Typ ist. Ich bin Adam Sandler. Nee. Falscher Adam. Sollten trotzdem wachsam bleiben. So. Gut, so viel zu dem Thema. Damit hätten wir das Geschütz dann auch. Fertig. Das kann nicht sein. Kann nicht mehr die. Moment, davon brauche ich auf jeden Fall noch mehr. Das kann ich hier so gerade nicht hinnehmen. Elektroschockpfeile, weg damit. Okay. Ich kann hier noch zwar ultra viele unnütze PCs hacken. Aber ich glaube, die werden mir jetzt auch gerade nicht sonderlich helfen. Vor allen Dingen nicht, wenn sie direkt. Zugriff gewährt. Dankeschön. Hallo, ich bin sicher, viele von Ihnen fragen sich, wie es nach dem Debakel letzte Woche bei Flightline weiterging. Die ständige Sicherheitsstichelein von Mr. Tan, kombiniert mit der stümperhaften Recherche eines der Redakteure der Show, haben unseren Kunden eine ziemlich schlechte Presse beschert. Der für die Recherche verantwortliche Mitarbeiter wurde auf der Stelle gefeuert und unsere Kollegen in der PR-Abteilung konnten den Kunden dazu bewegen, uns eine zweite Chance zu geben. In diesem Sinne machen wir uns wieder an die Arbeit. Michael. Kannst du mal eben runter zum Empfang kommen? Wir haben hier einen Future Fist-Aktivisten, der mit Eliza reden will. Er steht vor der Tür und redet wirres Zeug. Er sagt, er will uns wegen unserer Verbindung zu den Illuminaten zur Rede stellen. Keine Ahnung, was er damit meint. Jedenfalls nervt der Kerl und ich will ihn aus unserer Vorhalle weghaben. Dankeschön. Also, dann kommt zum Messer für die Picos, besonders wichtig. Ja, das mit den zwei Webseiten und so, das haben wir auch schon mehr als genug mitbekommen, dass ihr jetzt zwei neue Webseiten am Start habt. Hallöchen. Hacken wir doch mal dieses wunderschöne Ding hier, um nach unten zu kommen, in Richtung Eliza. Wenn denn das wirklich Richtung Eliza sein sollte. Ich kann es doch einfach mal verstärken. Jetzt habe ich schon wieder ein Ding eingesetzt. Manchmal klickt das einfach weg. Das ist einfach irgendwie doof. Manchmal ist das irgendwie doof. Das hätte ich gern. Und das hätte ich jetzt auch gern. Zugriff gewährt. Danke, New Virus. So, jetzt speichern wir die mal. Jensen, ich verfolge über den 3D-Grundriss Ihren Weg. Sie sind in der Nähe der Seilbahn. Wartet die Kabine vielleicht schon auf mich? Wo bliebe da der Spaß? Sie müssen sie rufen und warten. Ach, und Jensen, wenn Sie das tun, wissen die, wo Sie sind. Moment, was muss ich rufen?
Oder will ich das lieber gar nicht? Ich will das, glaube ich, lieber gar nicht wissen. Was will ich jetzt? Was bringt es mir, hier oben zu sein? Kann man das mir jemand sagen, bitte? Verstehe ich nicht. Verstehe nicht, wozu dieser Raum hier gut sein soll. Granaten bitte auf 9. Dankeschön. Wow, passt ihr höllisch auf. Ist ja echt nicht auszuhalten, wie höllisch ihr aufpasst. Ich hätte euch ja fast nicht hingekriegt. Aber gut, dass ihr höllisch aufgepasst habt. WTF. Ah, hier sind wir. Das war alles andere als gut. Ich weiß, dass Sie noch da sind. Nein, ich bin nicht mehr da. Ich bin absolut nicht mehr da. Scheiße. Es läuft echt alles absolut nicht so, wie ich es haben will. Ich bin nicht hier. Hi. Gut, was haben wir hier? Eventuell irgendwas, um den Mech auszuschalten, also das Geschütz auszuschalten. Das wäre eigentlich ganz cool. Oha. Zugriff gewährt. Geschütze deaktiviert. Auf Gegner schießend. Auch geil. Die Kamera aus. Dankeschön. Schieß mal auf die Gegner. Ohohohohohoho. Was haben wir denn hier für eine wunderschöne Anfertigung von Sachen? Dich brauche ich leider nicht mehr. Du bist eigentlich ganz cool. Ich mag dich eigentlich, aber ich brauche gerade mal ein bisschen was anderes. Was ist das hier? Minenmatrix. Schockmine. Schockmine, Minenmatrix. Ich bin verwirrt. Okay, ich kann die diesmal nicht verbinden. Das verstehe ich jetzt nicht genau. Achso, muss ich doch noch verbinden. Kombinieren. Tada. Und das kann ich aber nicht. Das sind schon Schockminen. Okay. Gut. Dann gucken wir mal, was hier... Das war's. Die werden jetzt auf ihre Position zusteuern und die Seilbahn wird eine Weile brauchen. Ist schließlich kein Expressaufzug. Na toll. Keine Sorge. Ihre neuen Freunde werden Ihnen die Wartezeit versüßen. Ich halte Sie über alles auf dem Laufenden. Danke für nichts, Francis. Gut, also bis jetzt ist es ja alles noch kein Problem. Also, wir haben das Geschütz auf unserer Seite. Gut, dass wir es nicht deaktiviert haben, sondern auf Gegner gestellt haben. Naja, ansonsten könnten wir hier gleich Probleme kriegen. Die Seilbahn ist auf halbem Weg, Jensen.
Ja, alles gut, kein Problem. Mach keinen Stress, wir haben noch genug Zeit hier. Um irgendwas. Alles ist wunderbar. Ich glaube nicht, dass hier irgendein Gegner jemals hinkommen wird. Ja, eigentlich ganz angenehm. Perfekte Position. Kommen da nochmal Gegner oder eher nicht? Sind da jetzt nochmal Gegner oder nicht? Ich weiß es gerade nicht. Oha. Das ist ja auch assi. Ich kann noch ein kleines Spielchen treiben. Ich glaube, damit töte ich mich gleich selbst. Sollte ich mal eben nicht tun. Das ist, glaube ich, gar nicht so geil. Ihre Kabine ist da, Jensen. Los geht's. Jo, danke. Wie aktiviere ich die? Oder? Dankeschön. Jensen, ich habe langsam das Gefühl, dass bei Pikers Communications Ja, genau das gleiche. Alles so ist, wie es den Anschein hat. Wie kommen Sie denn darauf? Ist es das versteckte Untergeschoss, der Umstand, dass in einem 24-Stunden-Nachrichtensender niemand arbeitet, oder dass schwer bewaffnete Wachen mich umbringen wollen? Sparen Sie sich den Sarkasmus. Ich rede davon, wie einfach es war, die Firewall zu umgehen und in ihre Systeme einzudringen. Zumindest in einige davon. Was soll das heißen? Dass ich das Gefühl habe, zu einigen Bereichen des Netzwerks förmlich hingeführt und von anderen ferngehalten zu werden. Es ist nur, ich kenne kein Sicherheitssystem, das dazu in Echtzeit imstande wäre. Klären Sie das später, Pritchard. Wenn ich Miss Cassano auf frischer Tat ertappen soll, brauche ich genauere Angaben als Geheimversteck. Der Holocluster, dem Sie in Zimmer 404 begegnet sind, war von einer enormen Energiespitze begleitet. Und die kam wiederum aus einem der größeren Räume des Untergeschosses. 80211. Ich vermute, dass sie von dort aus sendet. Ich brauche eine Pistole. Sad Story. Wir sind im 22. Untergeschoss? Ich fühle mich ja schon fast wie bei Neon Genesis Evangelion. Eieiei. Okay. Der Fahrstuhl erinnert mich aber auch ein bisschen an Starship Trooper. Das kann dann wohl noch ein bisschen was dauern. Oder sind wir da? Ich glaube, wir sind da. Gib mir doch verdammt nochmal Pistolenmunition. Anmeldedaten. Login, Demarbre, Passwort, Index. Achtung, der Benutzer und das Passwort für den Computer verlieren in 2 Arbeitstagen ihre Gültigkeit. Ist hier irgendwo vielleicht noch ein Schacht oder so? Nein. Werden wir jetzt gefunden, weil wir nicht schnell genug sind? Durchaus möglich. Ja, tun wir tatsächlich. Zugriff gewählt. Fuck it. Okay, wir müssen die Kamera erst ausschalten. Das bringt sonst nichts. Ah, goddammit. Macht es doch ein einziges Mal möglich. Acht, 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 drei, acht.
Auf Ziel voran. Warum? Was zum verfickten Teufel? Okay. Dankeschön. Wunderbar. Das klappt alles so gut. Ich, ohne Pistole bin ich aufgeschmissen. Ich bin ein Noob ohne Pistole. Was für Eindringling hat er hier? Als Mauler. Könnte ich ja nur Kreuzweile. Was? Ich bin aufgeflogen? Kann gar nicht sein. Ich bin ruhig wie ein. Ja. Wie ein irgendwas. Lass mich raten, hier ist irgendwas feindselig. Kannst du dich unsichtbar machen? Das meinst du gerade nicht, ja. Scheiße. Stopp. Fuck. Okay, kommt da jetzt gerade noch mehr? Kann ich jetzt endlich das... hier hacken. Zugriff gewährt. Dankeschön. Bin aktiv. Gut. Er könnte da drüben sein. Sind an dem Rand da. Sauber. Ich brauch doch nur eine verschissene Pistole. Haltet die Augen auf. Volle Alarmbereitschaft. Wenn er wieder ist. Also sorry, mit einer Pistole wäre das alles gerade so problemlos. Moment, wohin führt dieser Schacht? Du willst mir nicht erzählen, dass da hinten ein Schacht gewesen wäre. Du willst mir nicht erzählen, dass hier hinten ein Schacht gewesen wäre. Nein. Nein, 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 nein. Du willst mir nicht erzählen, dass hier ein Schacht gewesen wäre. Wie wäre ich denn hierher gekommen? Was zum Teufel? Was ist das für ein Scheiß? Ich verstehe diese Orte teilweise nicht. Die sind immer noch alarmiert, aber ist mir auch egal. Es macht keinen großen Unterschied. Also, ich habe schon länger aufgegeben, hier zu versuchen, in Stealth zu bleiben. Okay, der hat mich gesehen, das ist nicht gut. Komm mal rein hier. Fuck. Okay, läuft nicht so geil. Die können sich ernsthaft unsichtbar machen. Das ist schon ziemlich assi eigentlich. Oh nein!
Stopp. Oh ne, 8. Wo ist sie denn? Was zum verkackten... Und da ist die Waffe überhitzt. Ich glaube es nicht. Ich glaube es absolut nicht. In dem Moment überhitzt die Waffe, in dem ich sie am meisten brauche. Dieses scheiß Gewehr, ich will es endlich loswerden. Okay, wisst ihr was? Wieso können die sich unsichtbar machen? Das ist so unfair. Vielleicht sollte ich hier nicht speichern. Das war ein Fehler. Oh, nicht schon wieder Französisch. Es ist alles gerade nicht relevant tatsächlich. Ich brauche eine P. Mein Gott. Okay. Ich habe 4 Schuss, um mein Leben zu retten. Ich habe 4 Schuss. Hier ist ein GDA. Code für Waffenkammer. Der Code für die Waffenkammer ist 1980. Bitte informieren Sie unser Büro 24 Stunden im Voraus, wenn Sie Zugang benötigen, und leiten Sie die entsprechenden Anträge per E-Mail ein. Ja, geil. Es gibt eine Waffenkammer. Und ich habe gerade Hoffnung, Pistolenmunition dazu zu finden. Tatsächlich. Oh, das wäre so geil. Ich brauche nur eins, und zwar nur Pistolenmunition. Dann kann ich alles ohne Probleme machen hier. Ihr habt alle verloren, wenn ich Pistolenmunition hätte. Ja, ich merke schon. Alles klar. Wir machen ganz kurz einen Cut.